Hallo Spieler, kommt doch rüber zu Onkel Zocker, wo euch ein alter Mann Stories vom Pferd erzählt. Und mit Pferd meine ich Spiele und mit alter Mann meine ich sehr junger, vitaler Mann. Lasst euch nicht einreden, dass nur alte Leute onkelig sein können. Das geht auch sehr jung schon. Heute ist der Plan ein Speedrun von Hollow Knight. Ein ganz fantastisches Spiel, eines meiner Lieblingsspiele. Habe ich erst vor relativ kurzer Zeit entdeckt und war sofort begeistert. Und auch nach 100 Stunden ungefähr, die ich da rein versenkt habe, bin ich immer noch über alles. Spieldesign, die Story, die Grafik, die Atmosphäre, die Musik, das stimmt wirklich alles. Ich kann das nur sehr empfehlen. Und das ist auch, was ich vorausschicken will. Wenn ihr diese Art Spiele, sogenannte Metroidvanias, wo man hüpft und mit Waffen auf Gegner einprügelt und dann sich Zusatzfähigkeiten beschafft und damit eine sehr komplizierte und ausladende Map erkundet. Wenn euch sowas grundsätzlich gefällt, tut euch einen Gefallen, guckt das Video erstmal noch nicht, spielt es erst selber, entdeckt Hollow Knight für euch und kommt dann zurück und guckt dieses Video, weil das Video ist natürlich fantastisch, das ist ja klar. Aber wie gesagt, tut euch den Gefallen. Es ist ein Genuss, das ohne vorher schon zu wissen, was kommt, nach und nach selber zu entdecken. So, mit dieser Vorrede steigen wir direkt ein. Wie gesagt, der Plan ist ein Speedrun. Wir legen ein neues Spiel an, Classic Mode. Wir sind nicht irre. Wir werden wahrscheinlich sterben. Ein oder zweimal oder dreimal oder viermal unterwegs. Der Speedrun, wir gehen nicht einfach nur einen Speedrun an, sondern ich versuche, das Achievement zu bekommen. Das Achievement ist vom Anfang bis zum Endgegner einmal durchspielen in unter 5 Stunden. Das ist sehr, sehr großzügig. Ich glaube, wir werden deutlich weniger als 5 Stunden brauchen. Aber das ist der Rahmen. Also, wenn wir länger als 5 Stunden brauchen, ist es gescheitert. Mal gucken, wie es ausgeht. Ich benutze dafür, um mir ein bisschen einen Vorteil zu verschaffen, einen Speedrun-Plan von Firstborn, den ich unten auch verlinkt habe, den Plan sowie den YouTube-Kanal von Firstborn, der als God Gamer den Speedrun-Weltrekord für Hollow Knight aufgestellt hat. Und also guckt euch das an, das ist ganz fantastisch. Ja, das hier ist die Eröffnungsstory, sehr kryptisch, irgendwas mit Ketten, irgendwer ist angekettet, irgendwas Orangenes taucht auf, Augen glühen, Sachen zerbersten. Müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Wollen wir auch gar nicht drüber reden. Wir wollen so wenig wie möglich spoilern. Hier sind wir in Hallow Nest, beziehungsweise im Tutorial-Bereich. Das ist unsere Spielfigur. The Knight. Nicht The Hollow Knight. Ein Missverständnis, dass viele, die das Spiel anfangen haben, die Spielfigur ist nicht The Hollow Knight. Und er hat seinen Nagel auf dem Rücken, mit dem er Leuten gleich unangenehme Dinge antun wird, und springt runter. Und damit geht es auch los. Und jetzt machen wir, wie gesagt, Speedrun. 5 Stunden ist der Rahmen. Wir halten uns an den vorgegebenen Plan. Und der Plan für die erste Etappe ist, wir kämpfen uns bis zu Hornet einmal durch. Das sollte weniger als 30 Minuten dauern. Wir werden sehen, wie es ausgeht. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Türen aufgemacht. Jetzt gehen wir hier so schnell wie möglich. Das ist das Speedrun-Prinzip. Ne? Wir ignorieren auch gerne mal Gegner. Wir rennen einfach überall vorbei und durch. Hier sind diese Fliegen, die interessieren uns nicht. Hier ist noch eine, die interessiert uns aber auch nicht. So, dann sind wir hier oben angekommen und es sieht aus, als wären wir jetzt raus. Sind wir aber nicht, wir fallen erstmal runter und jetzt kommt der erste große Spoiler. Denn hier ist ein geheimes Areal. Und dann nehmen wir direkt ein bisschen Geo mit, dann können wir hier drüber hüpfen. Und dann holen wir uns hier den ersten Charm. Fury of the Fallen, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist eine Sonderfähigkeit, die, wenn man nur noch eine Maske hat, hat man besondere, ich glaube, man richtet besonders viel Schaden dann an. Wie gesagt, das brauchen wir eigentlich nicht. Das haben wir aus anderen Gründen mitgenommen, über die ich dann rede, wenn das soweit ist. Wird ein paar Folgen dauern. Erstmal brauchen wir das eigentlich nicht, aber wir haben es
hast du mitgenommen, das merken wir uns vielleicht einfach. Ja, sieht das nicht herrlich aus? Hier die schöne Insektenwelt. So, jetzt sind wir zurück, wo wir gerade runtergefallen sind. Und dann fallen wir da einfach direkt nochmal runter. Und dieses Mal gehen wir nicht unten rechts rein, sondern gehen hier nach oben. Und machen hier auf. Und damit sind wir durchs Tutorial Area auch schon durch. Die Tafel gucken wir uns nicht an. Wie gesagt, wir wollen nicht spoilern, aber man erfährt sowieso nicht viel. Wir machen die Tür auf und betreten Hollow Nest. So, jetzt muss ich ein bisschen hier auf den Plan gucken, damit ich nicht vergesse, Geld einzusammeln. Das Wichtige am Speedrun ist ja nicht nur, dass man möglichst schnell sich durchwurschtelt, sondern dass man möglichst schnell die Ressourcen zusammensammelt, die man braucht, um den Speedrun durchzuziehen. Was wir speziell jetzt brauchen für diesen ersten Abschnitt ist 50 Geo. 24 haben wir schon. Die restlichen sammeln wir uns jetzt zusammen. Ja, rein in den Brunnen. Und hier ist alles voller Insekten. Hier gibt es Geo. Her damit. Ja, jetzt haben wir es fast. 46. Den noch mit. 48. So. Ja, gut. War jetzt nicht ideal. Nein. Oh. Okay. Das Wichtige, das schreibt auch Fireborn in seiner Anleitung, ist bei diesem Speedrun nicht sterben. Denn Sterben kostet wahnsinnig viel Zeit und wenn man Pech hat und zweimal in Folge stirbt, kostet es auch wahnsinnig viel Geld. Das heißt, das versuchen wir unter allen Umständen zu vermeiden. Au. Indem wir einfach, wenn die Masken oben, ne, diese Masken sind, wie viel Schaden wir nehmen können. Und wenn die zu wenige werden, dann müssen wir die wieder auffüllen. Dafür brauchen wir Soul, diese weiße Substanz. So, jetzt haben wir hier die drei Fliegen besiegt und dürfen weiter. So, wir haben 65 Geo, das ist mehr als genug. Füllen wir die Masken auf und weiter geht's. So, hier kommt man auch schneller vorbei, wenn man weiß, wie. Aber, so nicht. Wir haben es nicht super eilig, wie gesagt, 5 Stunden ist sehr großzügig. Wir wollen nur so schnell wie möglich durch. Und auf dem Weg natürlich alles kaputt machen. Ehrenfrage. So, jetzt haben wir gleich den ersten Abschnitt geschafft. Hier noch rauf. Dann kommen wir an die Stelle, wo wir die 50, wo wir das Geld brauchen. Das brauchen wir nämlich, um uns hier die U-Bahn-Station aufzuschließen, in der ein Hirschkäfer marodiert. So. Wir können noch, das machen wir gleich noch, den Charm ausrüsten. Wir brauchen ihn zwar, wie gesagt, nicht, aber im Moment haben wir noch keinen anderen. Und dann können wir auch den benutzen. Und weiter geht's. Jetzt sind wir auf dem Weg zum ersten Boss. Dem False Knight. Der versteckt sich hier drin. Und wie gerade schon gesagt, wir machen das die ganze Zeit so. Wir rennen an so vielen Gegnern her. Ist dieser Riesenkamerad, den lassen wir einfach, den lassen wir da stehen. Auch drüber hüpfen, spart Zeit. So und dann sind wir praktisch schon in unserem ersten Bosskampf, False Knight. Auch hier kann man Zeit sparen, indem man hier drüber hüpft und dann macht der False Knight nämlich die. Oh, das war nicht so gut. Ist aber auch nicht schlimm, weil. Aua, jetzt ist es gleich doch schlimm.
Wir können heilen, wenn der False Knight einmal hier umfällt. Haben wir genug Zeit, um uns komplett zu heilen. Und dann für die nächste Runde. Richtig. Den bösen Ritter auf den bleichen Kopf hauen. Hier, das ist was ich bei meinem ersten Playthrough definitiv nicht geschnallt habe, dass man diese runterfallenden Kugeln, wenn man die einmal trifft, kann man die auf den Ritter werfen. Das Wichtige bei solchen Bossen immer bei all diesen Spielen den richtigen Abstand halten und wissen, in welchem Rhythmus die Attacken von denen kommen. Und wir können ruhig auch ein paar Treffer können wir abbekommen. Alles halb so schlimm. Der ist nicht besonders. Hier. Das ist übrigens eines der vielen, vielen liebevollen Details in diesem Spiel. Erstens, der False Knight ist dieses kleine Würmchen. Der Rest war einfach nur die Rüstung. Und das zweite ist hier seine Waffe, sein großer Hammer. Den behalten wir mal im Auge. Die Waffe ist selber ein kleines Insekt. Das ist, warum ich dieses Spiel, glaube ich, so liebe, weil so viel Fürsorge ins Detail dieser ganzen Kleinigkeiten gegangen ist. Okay, erster Boss ist down. Als nächstes holen wir uns den ersten Spell. Vengeful Spirit heißt der. Das ist im Wesentlichen ein Feuerball-Spell. Also wir können damit Fernwaffenwirkung erzielen. Dafür gehen wir hier rein. Dann setzen wir uns hier einmal auf die Bank. Holen uns den Zauberspruch. Ja, Zauber, Zauber, Zauber. Da ist er. Das ist übrigens ein Schneckenschamane und es ist, glaube ich, auch innerhalb der Spiele-Lore umstritten, warum man hier Schneckenschamanen braucht. Aber so ist das nun mal. So, und damit haben wir unseren ersten Spell eingesackt und jetzt dürfen wir gleich lernen, wie man den benutzt, indem wir, wie üblich in diesem Spiel, Insekten zerhauen und Sachen kaputt machen. So, es zeigt gerade schon an, Vengeful Spirit, wir drücken B. Diese Pillbugs werden auch gleich noch wichtig. Immer schön heilen, immer schön defensiv und auf Nummer sicher spielen. Denn, wie gesagt, das Schlimmste für einen Speedrun ist, Zeit zu verlieren durch Sterben. So. Direkt wieder heilen. Hier kommt noch einer. So, das ist jetzt ein bisschen haariger. Weil man da, genau, weil man da in diese Spikes reinfallen kann. Aber noch so eine Fliege, aber die interessiert uns gar nicht. Jetzt noch ein Pillbug. Noch einer. So. Und wir sind bereit. Ach, nochmal noch die Energie voll, also das Seelenmieter voll. Und dann sind wir bereit für den Lernmoment. Der hier macht ein Schild. Ne, wenn man nah rangeht. Aber wenn wir ihn viermal mit diesem Spell treffen, ist er tot. Dann nehmen wir hier noch den Soulcatcher Charm, ein ganz wichtiger Charm für diesen Speedrun. Und dann muss uns der Schneckenschamane hier rauslassen. Und dann haben wir wieder ein
Abschnitt schnell erledigt. Und das ist, glaube ich, wenn man das Spiel mal selber gespielt hat, weiß man, bis man an dieser Stelle angekommen ist, das dauert sehr, sehr lang. Ich weiß jetzt nicht, wie lange hier diese Aufnahme, wie lange das jetzt hier gedauert hat. Aber man braucht Stunden, bis man sich zurechtgefunden hat, bis man durchschaut hat, was man eigentlich machen muss. Und wenn man es so zügig hintereinander wegmacht, ist man in wenigen Minuten da. So, also wir nehmen den raus, wir nehmen den rein und weiter geht's. Das ist Soulcatcher. Was der bewirkt, ist, wenn wir Gegner treffen, bekommen wir Soul. Also mit dem Nagel, wenn wir den Gegner mit dem Nagel treffen, bekommen wir Soul. Und jetzt bekommen wir mehr, als wenn wir den Charm nicht equipped haben. Das ist sehr wichtig, natürlich, weil wir sehr viel mit Spells arbeiten. Vor allem bei den Bossen. Und Spells kosten Soul. So, jetzt wollen wir nach oben in Green Path. Schnell wie möglich hier rauf, rüber. Zack, zack. Ah, oh, oh, oh. Schon zu hoch, kann das fahren? Ja. Dauert mal lang. Das ist das zweite Areal im Spiel. So, hier habe ich jetzt, ich habe gar keine Soul, das heißt, ich muss jetzt warten, bis er mir einen Pillbug ausspuckt. Dann kann ich ihm. So, einen noch. Ja. Zack. Und weiter geht's. So, das ist jetzt das zweite Areal. Wie gesagt, Green Path. Oder auch einfach nur durchrennen. Das ist gleichzeitig, finde ich, bei diesen Speedruns ein Genuss, dabei zuzuschauen, wie man diese Areale, an denen man sehr viel Zeit verbracht hat als Spieler, wie die Speedrunner da einfach durchrennen und die ganzen Schwierigkeiten komplett ignorieren, als gäbe es die gar nicht. Und natürlich auch ein bisschen schade, weil wir die ganzen, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, das selber auch zu spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man noch Geld braucht, aber nehmen wir mal ruhig mit. Wie gesagt, wir wollen ja keinen Weltrekord aufstellen, wir wollen nur schnell durch. Ein kurzer Blick auf den Plan. Da war Hornet, mit der wir uns später befassen. Und wir wurschteln uns hier immer weiter rüber und runter. Ja, hier kommen wir direkt nicht raus, hier müssen wir ein bisschen Puzzle, minimales Puzzle-Design. Spikes drüber. Und weiter nach unten. Kurz gucken, wenn wir nichts übersehen. Säure fallen.
Ja, toll auch an Hollow Knight ist, dass die einzelnen Areale alle sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Das hier ist, ich weiß noch, als ich hier zum ersten Mal angekommen bin, war das sehr einschüchternd, weil hier ganz viele von diesen fliegenden Viechern sind, die alle schießen und verliert sehr schnell den Überblick. Aber eigentlich ist das alles gar nicht so schlimm. So, wir wollen immer weiter nach links und nicht in die Säure fallen. Noch nicht, das kommt später. Also auch so Details wie die Tatsache, dass diese riesigen Monster in Wahrheit nur einen Busch, sich mit einem Busch verkleidet haben, eine kleine Würmchen sind. Alles sehr süß, sehr süße Atmosphäre. So, jetzt wollen wir hier nach oben. Zahlen wir hier nochmal Geld. Einmal auf die Bank. Weiter nach oben. Und man merkt schon, das Wichtige ist einfach in Bewegung bleiben und möglichst schnell das alles erledigen. So. So, jetzt kommt ein kleiner Miniboss. Wir müssen hier diesen Moss Knight erledigen. Und das ist wie bei Souls-artigen Spielen immer, man muss das Muster der Angriffe beobachten und dann die Angriffspausen benutzen, um zurückzuschlagen. So, und dann ist das auch gar kein Problem. Dann geht hier die Tür auf, wir dürfen weiter. Immer weiter nach oben. Durch Green Path und dann merken wir gleich, wir kommen in einen neuen Bereich. Kurz. Der bekommt noch keinen neuen Namen, aber wir merken schon in der Musik, die anders wird. Und jetzt wird auch gleich die Atmosphäre ein bisschen anders. Grauer, düsterer vielleicht. Auf jeden Fall ein bisschen ernster. So, hier ignorieren wir gleich ein bisschen Plot. Da oben ist eine der wichtigeren Figuren. Interessiert uns aber nicht für den Speedrun. Brauchen wir nicht, stattdessen schlagen wir nur Fliegen tot. So und runter. Jetzt habe ich ein bisschen Mist gebaut. Ich wollte eigentlich hier nicht runter. Zwei von denen auf einmal ist nämlich ein bisschen problematisch. Thank you.
ist jetzt definitiv kein Meilenstein des Speedrunnings, was ich hier gerade abliefere. Aber wir kriegen sie klein und darum geht's auch. Wir brauchen Geld für später. Und hier geht's reichlich. So, das noch. Okay, und wir nähern uns schon dem Ende des Speedruns. Weiter geht's nach unten. Da oben ist Hornet, unser Endgegner. Aber bevor wir da reingehen, gehen wir noch schnell hier einmal die Stack Station. Glaube ich. Moment, kurz gucken. Ne, die brauchen wir nicht. Wir machen einen Sicherheitssave. Der Mechanismus bei Hollow Knight ist ja, wenn ihr das schon mal gespielt habt, kennt ihr das. Oder wenn ihr Dark Souls gespielt habt, das ist derselbe Mechanismus, den Hollow Knight übernommen hat. Wenn man stirbt, bleibt ein schwarzer Schatten zurück. Der schwarze Schatten enthält alles, was man gesammelt hat, vor allem das Geld. Und wenn man es schafft, den schwarzen Schatten zu töten, ohne nochmal zu sterben auf dem Weg dahin, bekommt man seine Sachen wieder. Wenn man auf dem Weg dahin nochmal stirbt, ist alles weg. Und wenn man gestorben ist, wird man an der letzten Bank, auf der man ausgeruht hat, wiederbelebt. Das heißt, je näher die Bank ist, desto besser. So, jetzt hier der Schlussgegner für heute schon. Drei oder vier verschiedene Attacken, die man alle ganz gut lernen kann. Und dann jeweils ein oder zwei Treffer unterbringen kann. Dem kann man auch ausweichen, aber ich spare mir das gerade. So, und immer dann, wenn sie diesen kleinen Zusammenbruch hat, dann kann man heilen. Und ihr seht schon, das ist alles überhaupt kein Problem. Und auch das, ich weiß noch, als ich den Kampf jetzt zum ersten Mal gemacht habe, hat das endlos gedauert, bis ich verstanden habe, was ich machen muss. Aber eigentlich harmlos. Und das ist ja das Schöne an dieser Art Spiel, für mein Gefühl, dass man eben das, was am Anfang enorm schwierig ist, dass das dann irgendwann leicht wird. Weil man wirklich dazu lernt. Das ist ja kein Fake-Lernen, wie oft in Rollenspielen, dass man die Figur auflevelt und dann ist man einfach so viel stärker, dass man das Gefühl hat, man hat wahnsinnig viel gelernt. Aber hat man in Wahrheit gar nicht. So, jetzt haben wir den Mothwing Cloak. Und wir gehen Quit to Menu. Das ist einfach, um Zeit zu sparen. Wir gehen kurz raus aus dem Spiel. Das ist ein Trick, den viele Speedrunner benutzen. Weil das jetzt nicht für die Spielzeit zählt. Während die Cutscene, die da gerade gestartet ist, die würde zählen. Und wenn wir jetzt einfach wieder hier dieses Spiel laden, dann kommen wir an der letzten Bank raus, die wir benutzt haben. Das heißt, wir sparen uns auch noch ein bisschen Entfernung. Also einfach Zeit, um wieder dahin zurückzukommen. Das kann man auch, wenn man ein guter Stratege ist, kann man das in die Speedruns so einbauen. Ja, wie gesagt, wir sind hier jetzt an der letzten Bank. Wenn man ein guter Stratege ist, kann man das in den Speedruns sogar so einbauen, dass man ganz lange keine Bank benutzt und sich dann an die andere Seite der Map katapultiert. Oh. So, ich habe jetzt, weil ich Hornet besiegt habe, den Mothwing Cloak bekommen. Das bedeutet, ich kann das machen, also mich schnell fortbewegen. So, dann machen wir hier den Schalter auf und na,
dann sind wir gleich auch schon wieder zurück, wo wir vorher, hier sind wir vorhin nach oben gestartet. Wir haben die Hornet-Schleife beendet. Und wir machen uns auf den Weg in Fog Canyon und zu Queen Station, wo die Folge dann enden wird. Eine Zusatzbank, die nehmen wir auch noch mal mit. Wir haben ja Zeit. Ein normaler Speedrun würde das jetzt nicht machen, weil das Zeitverlust ist ohne einen echten Gewinn. Weil wenn man stirbt, verliert man ja noch mehr Zeit. Aber bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir ja sterben können. Und dann verlieren wir mehr Zeit, wenn wir weit wieder zurückrennen müssen. So, hier ist der Eingang zum Fog Canyon. Auch hier wieder, man sieht sofort andere Spielareal. Alles voller Blasen. Alles voller explodierender Blasen. Leider, wenn man aufpasst. Und dann sind wir durch Fog Canyon durch. Fast. Der Wegweiser irregeführt. Gar nicht fast, aber jetzt sind wir durch. Und sind in Queen Station angekommen. Auch wieder ein bisschen Plot, den wir da überspringen. Quirrell, der da steht und auf uns wartet. Hier sind wir falsch abgebogen. Obwohl, wir haben die Zeit. Komm, was kostet die Welt? Sehr süß. Das Giraffentier. Ja, gut, ja. Auch das übrigens sehr süß in diesem Spiel, diese übernommene Eigenart, so ein bisschen vielleicht vorgeformt von den Peanuts, die ja immer in dieser, wo die Erwachsenen immer diese unidentifizierbare Sprache sprechen. Ich muss gerade gucken, ob ich hier die Stack Station kaufen soll oder nicht. Ja. Und damit sind wir für die erste Runde am Ende. Wir haben Hornet besiegt, wir haben den False Knight besiegt, wir haben uns den Vengeful Spirit beschafft. Und weiter geht's nächstes Mal. Viel Spaß hattet ihr hoffentlich. Ich finde das Spiel nach wie vor großartig, mache das sehr gerne. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder reinschaut, wenn wir uns Mantis Claw holen und weiter auf diesem Speedrun durch Hollow Knight uns bewegen. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo und ein Like da. Das Spiel kennt ihr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.